Hallo, ihr Freunde der gepflegten Mittelalterunterhaltung. Wir sind zurück im Oxbow und wir haben gerade ein Banditenlager ausgeräumt. Leider sind wir jetzt völlig überladen. Wir haben reichlich Beute gemacht bei der Gelegenheit und sind jetzt völlig überladen. Und jetzt habe ich folgende Idee. Wir haben vorhin einen Schluck Roggenbier erbeutet. Und das würde ich jetzt gerne einfach verkonsumieren. Und dann schauen wir, dass wir ein wenig vorankommen und gucken, ob uns das was bringt. Denn das Roggenbier hat hier plus 30 Kilo Gewichtsbeschränkung. Das würde ich jetzt erwarten, dass wir einfach dadurch unser Transportgewicht erreichen und dann vielleicht besser von hier wegkommen und nah an die nächste Stadt kommen, um hier vielleicht das eine oder andere loszuwerden. Wir haben noch einen Strohhut, den setzen wir doch auf. Und dann, ja, dann schauen wir einfach mal. Wenn ich mich jetzt recht ersinne, dann haben wir auch noch, wenn wir jetzt eh versuchen, möglichst schnell unterwegs zu sein, dann haben wir auch noch. Na? Hier, Stiefel. Wir haben nämlich ein paar Stiefel gefunden. Und die sehen doch gleich viel besser aus als diese Latschen. So. Und ja, was können wir da noch überlegen? Können wir noch irgendwas machen? Ich weiß nicht, wenn wir noch was herstellen. Was haben wir denn jetzt? 105,96. 105,96. Wir brauchen auf jeden Fall ein Messer. Schauen wir, was passiert, wenn wir das herstellen. Manchmal hat es einen Effekt. 100. 3,90, oh ja, tatsächlich sogar. Messer machen hat tatsächlich was gebracht. Aus den Brettern kann man nichts machen. Aus dem Zeug hier auch nicht. Gebratenes Fleisch wiegt 0,2 und rohes Fleisch auch. Das heißt, es bringt nichts. Wobei in Realität das Fleisch tatsächlich ja Gewicht verliert beim Braten. Aber was soll's? Kohl, Kupfererz, da können wir aber nichts draus machen. Wenn wir jetzt hier so aus Leder. Leder wiegt 0,25. Gucken wir mal, was ein Säckchen wiegt. Steht hier nicht. Dann nähen wir mal eins. Vielleicht bringt uns das ein bisschen was. Säckchen 0,5. Nee, aber das ist doch irgendwie, das ist kein Säckchen, das ist ein kleines Säckchen oder irgendwie sowas, oder? Einfaches Säckchen hier. 0,15, also das ist leichter als das Leder. Ja, dann machen wir doch einfach auch noch aus den Säckchen. Wir brauchen kein Leder so, ne? Ne, wir machen jetzt einfach Säckchen draus. Und die können wir dann direkt verkaufen. Na, das hat auch nochmal ein bisschen Auswirkung gehabt. Naja, zumindest ein bisschen. 2 Kilo sind 2 Kilo. Tja, Beeren, Äpfel. Also wir können natürlich jetzt noch einen Haps essen. Aber ich glaube, das war es, was wir so an Möglichkeiten hatten, die wir jetzt direkt hier so verarbeiten konnten. Steinmesser, Stöcke. Nee, das war's, genau. Okay, aber das ist doch immerhin was. 9% geringerer Lebensmittelverbrauch. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns das Roggenbier rein. Und kommen auf 95 Kilo Transportgewicht. Und dann schauen wir mal, dass wir die Zeit nutzen können, um möglichst von hier wegzukommen. Gebäude freigeschaltet. Ah, durch die Produktion, die wir jetzt gerade gemacht haben. Boah, wir haben jetzt richtig viele Effekte. Geringerer Lebensmittelverbrauch haben wir auch. Geringerer Ausdauerverbrauch. So, wir müssen hier den Weg finden. Da sind wir noch. Also so ein Bier.
So ein Bier tut richtig gut. Die Effektdauer ist. Oh, hier gibt's Wölfe. Dann schauen wir mal, dass wir unsere Ausdauer nicht ganz runterzimmern, dass wenn die Wölfe kommen, dass wir dann noch wegrennen können. Hier gibt's Hirsche. Elche. Ups. So, hier geht's nach Piastovia, Ostoja und Klonika. Aber wir wollen hier lang nach Piastovia. Ich überlege gerade, ob wir noch erst noch in unser einfach direkt zu unserem Haus rübergehen wollen. Denn wir haben ja auch so ein paar Sachen, also so Bretter und die Erze und so, die wir würde ich gern behalten, die will ich nicht verkaufen. Könnten wir eigentlich direkt noch in unserem Haus zurücklassen? Dann müssten wir jetzt irgendwie hier rüber und über den Fluss. Wieder Elche unterwegs. Ja, aber gehen wir über die Brücke. Dann da brennt. Ach, das ist schon die Stadt. Wir sind quasi schon da. Aber es ist jetzt auch, es ist auch mitten in der Nacht. Das heißt, da ist jetzt eh keiner da, dem wir was verkaufen können. Dann können wir auch in unser Dorf zurückgehen. Also das ist in unser Dorf, zu unserer Hütte. Sind wir jetzt in der falschen Richtung unterwegs? Tja, also. Jetzt ist aber, also die Überlegung war ja irgendwie zu loszuziehen und sich einen Platz zu suchen, an dem man die Siedlung gründen kann. Und deswegen war ich eigentlich auf dieser Insel oben und es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also da gab es zwar Bäume und Wild und so, was ich eine ganz coole Idee fände, diese Hütten tatsächlich ins Dorf zu integrieren. Das ist, glaube ich, ganz witzig eigentlich. Aber da oben gab es jetzt sonst so gar nichts, also ich hatte jetzt nicht zu so diesen. Ach so, das ist unser Dorfbewohner, oder? Jetzt dachte ich schon, hier ist irgendein finsterer Geselle unterwegs, aber das ist Edward. How can I help you? Edward, lass mich dich mal genauer ansehen. Naja, du hast einigermaßen gute Stimmung. Du hast zumindest zu essen und zu trinken und Arbeit, das sind doch die wichtigen Sachen für dich. Hier in unserer Kaninchenfalle ist auf jeden Fall was. Pelz und Fleisch, machen wir gleich nochmal scharf. So, und dann können wir mal schnell gucken. Wir wollen auf jeden Fall. Wir lassen mal den einen Bogen, den heben wir uns auf. Bretter. Die Eimer, die machen wir jetzt dann gleich voll und packen die drüben in die Kiste. Säckchen verkaufen wir. Den Eisenbarren behalten wir. Eisenerz auch. Die Fischbeere, die versuche ich jetzt dann gleich mal zu benutzen. Flachs können wir eigentlich verkaufen.
Fleisch werden wir dann nachher braten. Das lagern wir auch mal ein, so lang. Das hat nur noch 50%, das braten wir dann. Schaufeln. Ja, Schaufeln brauchen wir eigentlich nicht, aber was soll's. Hopfen können wir jetzt gerade auch nichts damit anfangen, weil wir keinen Braukessel haben. Das heißt, der wird verkauft. Kirschbaumsetzling auf jeden Fall behalten. Kohl, Kupferbarren, Kupfererz. Kupferhammer wird verkauft. Kupferspeer auch, weil der den konnten wir nicht gewinnbringend einsetzen, würde ich sagen. Käse. Geringerer Ausdauerverbrauch. Leinengewebe. Für den Webstuhl. Das behalten wir mal. 1500 Münzen haben wir auf jeden Fall. Das war die Metflaschen, das verkaufen wir. Pelz verkaufen wir auch. Pflaumen können wir mal behalten. Die können wir ja essen. Den Roggen brauchen wir für die Quest. Roggenbrot. Würde ich auch verkaufen. Das gibt 30. Das gibt auch 50. Ich glaube, das ist schon nicht verkehrt. So, Nahrung behalten wir mal. Salzfleisch. Achso, jetzt ist die Kiste voll, ne? Ja, die Kiste ist voll. Dann machen wir das mal so. Wir nehmen das Werkzeug und die Bretter. Die lagern wir einfach nicht in der Kiste. Und dann können wir hier noch zumindest das Fleisch einlagern. Säckchen wird verkauft. Becher, das wird auch verkauft. Weinflasche, Wollgarn behalten wir mal. Zinnerz auch. Zwiebeln auch. Da können wir dann vielleicht bei Gelegenheit noch irgendwas herstellen draus. Den ganzen anderen Kram verkaufen wir. Genau, ja, das passt. Jetzt schauen wir nochmal hier drüben rein. Wir wollen auf jeden Fall. So viel Platz ist gar nicht in der Truhe. Ja, der verbraucht jetzt halt auch nicht wirklich viel Holz, von dem Brennholz, ne? Aber was wir auf jeden Fall einlagern können, sind die Beeren. Die kriegen wir nicht mal alle rein. Moment. Wir nehmen einfach mal was von dem Brennholz raus und schauen, dass wir die Beeren alle eingelagert bekommen. So, ein Eimer wiegt 2 Kilo. Vielleicht lassen wir noch einen Eimer da. Weil im Sommer werden sie jetzt nicht so richtig viel Brennholz brauchen. Das lassen wir mal da. Brett lassen wir auch da. Meine ich noch was anderes? Ja gut, das müssen wir jetzt nicht alles bei dem Typ in der Wohnung liegen lassen. Und wir können das hier nicht. Ja, das ist, also wahrscheinlich kann man hier einfach keine Bretter reinstellen. Ne? Das ist jetzt meine Vermutung. Ich würde jetzt mal annehmen, wenn wir das Zeug außen hinlegen, dass das dann geht. So, wo waren wir noch? Schaufeln. Genau, das waren eigentlich die Sachen. Und jetzt, wenn ich hier... Also die Schaufel kann ich zumindest greifen. Und dann kann ich die hoch und runter und drehen. Wobei das mit dem, das ist schon sehr. So, kann ich die jetzt hier so an die Wand lehnen? Ja, cool.
Das machen wir jetzt mit der auch. So, so und so. Es ist echt, ich finde, das ist nicht besonders praktikabel, aber gut. Ah, jetzt haben wir unsere Fackel verbraucht. So, und mit der machen wir das jetzt auch. Die hängt jetzt da irgendwie... Ah, die hängen jetzt an diesem Holzbrett fest. So. So und so. So, jetzt lehnen die da, das ist doch schön. Aber warum kann ich das brennen? Weil das ein Stapel ist. Ich glaube, nehmen kann ich es nur. Ja, jetzt pass auf, wenn ich das so mache. Das will ich jetzt noch schnell rausfinden. Wenn ich jetzt das so mache und sage einfach. Hier. Wo sind jetzt die Bretter? Ho, ho, ho. Brett. B, wie Brett. Ich sag jetzt einfach X. Habe jetzt hier lauter einzelne Bretter, genau, dann kann ich sie nehmen. Und kann die einfach hier so ausrollen. Ah ja, okay. Alles klar. Gut. Wie schaut es hier aus? Axt hat er noch zwei. Baumstämme und Stöcke nehmen wir mal raus, damit er wieder Platz hat. Da machen wir es auch so, das legen wir hier mit dazu. Holzstamm. Den legen wir mit dazu. Stöcke. 15 Stöcke, den behalten wir schnell. Wir müssen jetzt eh neue Fackeln machen, da brauchen wir wieder Stöcke dazu. Brauchen wir hier ein bisschen Stroh. Eigentlich wollte ich ja nachts schlafen, ne? Aber es gibt so viel zu tun. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch das Ried einsammeln. Wie viel brauchte man? 9, kann das sein? Da müsste das reichen. Da müsste das reichen, um eine Fackel herzustellen. Genau. 2 Stück. Gut. Soweit, so gut. Dann brauchen wir noch Eimer mit Wasser. Dann nutzen wir jetzt gleich die Eimer, die wir vorhin gefunden haben. So, schauen wir mal, ob wir hier noch einen Eimer mit reinbringen. Ja. Ein Eimer Wasser wiegt 4 Kilo. Okay. Okay, mehr wird es also nicht. Was bringen wir dann hier noch rein? Wir bringen noch ein bisschen, ja, Fleisch bringen wir hier noch runter. Ja, lassen wir das Fleisch noch da. Wir können ja nochmal gucken. Das war jetzt wieder nur eins. Wir haben noch eins. Das waren diese 2 Fleischstücke, die schon ein bisschen angegoren waren. Die haben wir jetzt auf dem Feuer noch gar frisch gemacht. Ne, bringen wir nichts mehr unter. Hier ist jetzt voll. Was machen wir da mit unseren Eimern? Ja, wenn wir die so liegen lassen, dann laufen die ja aus.
Es ist irgendwie ineinander verkeilt. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, das muss man in der Ego-Perspektive machen. Die sind so ineinander verkeilt. Jetzt. So. So. Tja, jetzt ist der wieder umgefallen. So. So. Jetzt mit der Maus drehen. Und jetzt noch ein bisschen nach vorne stellen. Ja, so kriegen wir das doch hin. Wir üben das jetzt. Wir werden jetzt hier Dekorationsspezialisten. Wir schmeißen den Eimer nicht mehr einfach so auf den Boden. Wir stellen ihn dahin, wo er hin soll. Hier hat er jetzt noch drei Eimer Wasser stehen, unser Freund. Und das ist auch gut so. Aber mich würde es tatsächlich mal interessieren, wie das die Leute machen, die tatsächlich wahnsinnig aufwendig dekorierte Siedlungen haben. Die müssen ja tagelang damit verwenden, irgendwelche Sachen irgendwie nur irgendwo hinzustellen. Das ist ja echt krass. So, jetzt ist es Tag geworden. Jetzt können wir uns begeben wir uns mal ins Dorf. Wobei ich glaube tatsächlich, oh, wir haben noch Fertigkeiten zu vergeben. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ne? Was haben wir denn hier? Produktionsfertigkeiten. Verputzen von Wänden brauchen wir eh. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Hämmern. Also wir brauchen eh das Verputzen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Was haben wir dann hier noch? Schnelleres Arbeiten, Werkstatt, Näherei oder Küche. Und das ist langsamer Haltbarkeitsverlust von Hämmern. Schnelleres Bauen. Geringere Ausdauer. Also wir wollen schnelleres Bauen auf jeden Fall. Das heißt, wir machen jetzt mal Werkstatt und Schmiede. Einfach nur, weil es zwei Gebäude sind. Also wir müssen jetzt eins aus dieser Ebene nehmen, um auf diese Ebene zu kommen. Und dann können wir hier das mit dem schneller Bauen machen. So der Plan. So, dann haben wir hier Überlebensinstinkte. Killer-Feature Überlebenssinn. Den brauchen wir auf jeden Fall. Damit können wir auch Pilze und Steine und dergleichen im Wald rumliegen finden. Dann haben wir hier Wasserläufer. Langsamerer Nahrungs- und Wasserverlust. Höhere Alkoholresistenz. Das mit der Alkoholresistenz, das ist so eine Sache. Ich dachte immer, naja, das braucht doch keiner. Alkohol trinkt man doch einfach nicht. Dann hat man das Problem nicht. Aber nachdem ich gerade festgestellt habe, dass Roggenbier trinken ein unglaublich mächtiges Feature ist, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall wollen wir hier Ausdauerverbrauch. Da wollen wir hin. Und ich glaube, trotzdem, dass ich schnellere Bewegung im Wasser, dass ich den langsameren Nahrungs- und Wasserverlust nehme. Obwohl, essen können wir doch immer. Schnellere Bewegung im Wasser. Jetzt wollen wir Fische fangen. Wir nehmen das. Klaro, wir nehmen das. Wir wollen jetzt eh Fische fangen, oder? Das war doch jetzt der Plan. Wir haben hier unseren Fischbär. Den packen wir auf die 3. Und dann wollten wir uns Barsche suchen. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Fischfangen funktioniert. Ah, okay, das funktioniert ähnlich wie mit dem Speer. Und die Frage ist jetzt, wo findet man die Fische? War hier nicht Gebiet für Barsche? Moment, das können wir nachgucken. Das haben wir schon herausgefunden. So, Barsche. Hier unten Richtung Brücke gibt es Barsche. Und hier oben gibt es Barsche. Na, wir gehen Richtung Brücke. Und schauen, wo wir einen Barsch finden.
Wie funktioniert es? Mit Alt sieht man keine Barsche. Gibt es dann da den Fischerinstinkt? Um Barsche zu entdecken? Ich sehe hier nichts. Ich sehe nur Enten. Irgendjemand einen Barsch gesehen? Da! Hat es geklappt? Ja! Aber auch hier habe ich quasi... Cool. Aber auch hier wahrscheinlich die Annahme, dass das vielleicht in dieser Position... Nö. Ich glaube, in der Position ist es noch schlechter. Und so kann man die Fische wenigstens von oben sehen. Sind da noch welche? Sind es nur zwei Barsche? Nee, das kann doch nicht sein. Müssen so ein paar mehr als zwei Barsche sein. Also wir brauchen zwei. Wir haben zwei. Das ist schon mal erfüllt, das Minimumkriterium. Aber ich würde jetzt annehmen, dass man... da kann man Fischen einfach wirklich nicht effizient als Nahrungsbeschaffungsmaßnahme nutzen. Mag ja auch sein. Also, wir nehmen mal zur Kenntnis, Fischen funktioniert. Fischen funktioniert, aber wirklich viele Fische gibt es nicht. So. So, noch ein Barsch. Nö, das war's. Aber wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um diese Quest abzugeben. Wir brauchen noch einen Stein. Das ist ja auch cool. Nee. Kommen wir da drüber? Ja. Okay. Wir haben jetzt alles, um diese Quest abzugeben. Stein, Barsch, gebratenes Fleisch und Roggen. Dann machen wir das jetzt. Hier ist noch keiner. Hier schlafen noch alle. Ist noch sehr früh am Morgen. Ach, das schau an. Erst steht hier immer noch Sphäre. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Hast du alles, was wir brauchen? Ich habe alles. Kann ich jetzt gehen? Großartig, großartig. Jetzt hör mir gut zu, denn ich werde dich nicht begleiten und es ist von größter Wichtigkeit, dass du meine Anweisungen haargenau befolgst. Also konzentriere dich besser. Warte, warum kannst du mich nicht selbst darum kümmern? Weil mich die finsteren Mächte nur zu gut kennen. Sie würden mich nicht mal in die Nähe des Baums lassen. Werden sie meine Anwesenheit nicht bemerken? Ein gewisses Risiko bleibt immer. Wenn man mit finsteren Mächten zu tun hat, die nach Tod und Zerstörung gieren, aber sie sollten dich nicht töten, ohne deine Absichten zu kennen. Das ist beruhigend zu wissen. Also konzentriere dich. Du musst in den Sumpf gehen, dort findest du den höchsten Baum. Er hat das ganze Jahr über keine Blätter und steht in der Mitte einer Lichtung. Du musst dich ihm nähern und die Gegenstände dort platzieren. Platziere den Stein in der Mitte. Die zwei Barsche musst du auf ihn und an seine Seite legen.
auf seine rechte Seite, die Barsche müssen auf ihn und an seine linke Seite gelegt werden. Auf seine rechte Seite und an seinem Fuß platzierst du das gebratene Fleisch und schließlich zwei Bündel Roggen auf der linken und eines auf der rechten Seite. Zwei Bündel auf der linken und eines auf der rechten Seite. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Noch was Spannendes hier. Okay, hier gibt es wieder Material zu sammeln. Dynastie-Reputation. Er hustet und prustet. Stroh, Stämme und Stöcke abliefern. Messerschwindler unter uns. Steinmesser. Okay. Nicht weinen, Wein machen. 255 Bären abliefern. Okay. Man bekommt einen Bärenwein dafür. Und 50 Dynastie-Reputationen. 6 Disteln und 3 Gänseblümchen. Okay. Ich überlege gerade diese Weingeschichte. Der Bärenwein, naja, 50 Taler. War jetzt nicht so lukrativ. Ist der Bärenwein irgendwie mächtig? Also Roggenbier, das hat mich gerade ziemlich schockiert, tatsächlich. Geringerer Wasserverbrauch. Temperaturtoleranz. Nee, der Bärenwein ist nicht so mega. Okay. Ja, das mit der Reputation, das ist auch so eine Sache. Wie viel haben wir da? 270. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was man da so braucht. Wir können jetzt schon 70 Gebäude bauen. Ich hatte immer im Kopf, dass man das braucht, um mehr Gebäude bauen zu können. Aber wenn wir jetzt schon 70 bauen können, sehe ich jetzt gerade kein Problem. Müssen wir mal im Auge behalten. Okay. Gut, also wir haben die Quest erfüllt, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt in den Sumpf. Das war eh dann der Plan. Wir warten jetzt hier mal, bis noch jemand aufgewacht ist, um noch ein paar Sachen zu verkaufen. Wir sind jetzt also vom Transportgewicht auf jeden Fall wieder auf ein gutes Level runtergekommen. In der Kneipe ist auch niemand. Ich überlege gerade, ob ich ein Roggenbier kaufen soll. Gut, wann fangen die hier an zu arbeiten? Das ist ja Wahnsinn. Wie spät ist es denn? 7 Uhr. Naja, gut. 7 Uhr ist natürlich noch nicht so mega spät. Kann man schon akzeptieren, wenn da um 7 Uhr noch jemand schlafen möchte. Da kommen sie langsam. Aus ihren Häusern geschlüpft. Wird nach dieser Jahreszeit verfallen. 7 Holzstämme, 46 Stöcke. Stroh, Stämme und Stöcke. Ja gut, ich habe keine Lust, Materialien zu sammeln und sie dann hier abzuliefern. Ich hätte jetzt Lust, was zu verkaufen. Vielleicht müssen wir ja nicht warten, bis die am Stand sind. Ludmilla. Ludomilla. Zeig mir deine Waren. Ah, die hat Kräuter und dergleichen. Gut, also was möchte ich dir denn verkaufen? Also auf jeden Fall den Saft. Ich glaube, ich verkaufe auch die Äpfel. Nee, die Äpfel behalten wir. Aber den Wein verkaufen wir. Flaschen. Ich bin ja tatsächlich. Oh, was kann der Birnenwein? Temperaturtoleranz. Auch nur Temperaturtoleranz. Ich fände es ja natürlich immer noch klasse, wenn die das so machen würden, dass man. Wie soll ich sagen? Dass man die Sachen sinnvoll verkaufen kann oder muss, verkaufen können muss.
Also, dass wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, okay, bei der Kräuterhändlerin kriege ich für Kräuter und Tränke mehr oder für Gefäße, aus denen die Tränke machen kann, bekomme ich mehr als beim Schmied. Und der Schmied kauft mir eher Kupfererz ab oder so. Also das fände ich halt cool. Aber das werde ich wohl nicht kriegen. Kupferhammer, Kupferspeer verkaufen wir jetzt mal. Ja, komm, den Käse verkaufen wir auch. Metflasche, Pelz, Brot verkaufen wir. Ausdauer verbrauchst du schon gut. Was haben wir noch zu verkaufen? Hier haben wir noch Säckchen zu verkaufen. Tonbecher, Tonflasche, Weinflasche. Ja, das war es eigentlich. Nochmal durchschauen. Den Flachs können wir noch verkaufen. Fischerspeere. Ja, die verkaufen wir auch. Ich habe jetzt überlegt, die zu behalten und eine Fischerhütte zu bauen, aber haben wir erstens noch nicht. Wir haben noch kein Dorf zu bauen. Und das Fischen hat jetzt auch nicht so mega Spaß gemacht. Wir haben die Barsche, die wir brauchen. Ich glaube, das ist das, worum es ging. Mussten wir die jetzt abgeben eigentlich? Moment mal. Ja. Aber sollen wir das jetzt nicht dahin bringen? Only the best products here. Good luck. Barsche, Stein, Fleisch und Roggen. Aber die habe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht liegen die da, wo sie hin müssen. Man muss sie dann nur anordnen, das kann nicht sein. Nun gut, wir haben jetzt Sachen verkauft. Ich überlege jetzt nochmal. 17 Kilo haben wir noch mit uns rumschleppen. Ist da jetzt noch irgendwas dabei, wo wir sagen, das muss weg? Ja gut, Stein. Brauchen wir für Werkzeug. Stöcke, Stroh. Ne, es ist nichts mehr dabei. Das uns ungewöhnlich unpraktisch vorkommt. Dann würde ich sagen, wir helfen jetzt Tevier noch und schauen mal, ob wir die Geschichte mit dem Sumpf gelöst bekommen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir auf dem Weg sind in den Sumpf. Bis denn. Ciao, Servus.